Hi, liebe Leute, mal angenommen, du sitzt im Matheunterricht und langweilst dich, wie immer, zu Tode. Dann kommst du auf die super Idee, die Zeit kreativer zu gestalten. Ein Mathe-Rätsel. Dam, dam, dam. Doch wie funktioniert so ein Rätsel? Wir erklären es dir. Für unseren Mathe-Magietrick braucht ihr eine dreistellige Zahl. Die Ziffern dieser Zahlen müssen aufeinander folgen. Wir nehmen das Beispiel 567. Für unsere 5 notieren wir uns 100a. Dazu kommen 10a plus 1a. Dabei stehen diese 100a für die 500er und die 10a für die 6 Zehner. A steht in dem Fall für die 7. Das Ganze schieben wir jetzt mal weg. Und die 567 bewahren wir uns für später auf. Jetzt schreiben wir den ganzen Term noch einmal aus. Ihr müsst euch vorstellen, dass unser A für eine 5 steht. Dazu kommen dann 10 in Klammern a plus 1, weil unsere 60 die darauffolgende Zahl ist von der 500. Denkt an unsere Anfangszahl. Am Ende des Terms rechnen wir noch dazu in Klammern a plus 2. Ups, macht mal jemand das Plus richtig. Danke. Die 2 kommt dadurch zustande, dass wir 567 haben. Das ist 2 mehr als unsere 5. Jetzt vereinfachen wir das Ganze und schreiben statt Klammern das Ganze aus. Jetzt erkennt man auch schon, dass man das Ganze nochmal vereinfachen kann. Wir rechnen 10 plus 2, das ergibt 12. Im nächsten Schritt werden genau 12 abgezogen. Das passiert jetzt mit unserer Zahl. Wir nehmen die 12 weg und dieser Term bleibt übrig. Wir haben jetzt in Klammern 100a plus 10a plus 1a. Das ergibt zusammen genau 111a. Das Ganze wird jetzt eingeklammert, denn nun müssen wir das ganze Ergebnis geteilt durch 37 rechnen. Als Ergebnis bekommen wir genau 3a raus. In unserer Rechnung kommt jetzt auch noch die Geteiltrechnung durch 3 vor. Und da unser Ergebnis genau a ergibt, bekommen wir als einer unserer neuen Zahl genau das a raus, also 5. Wir lassen jetzt unser a da und rechnen 10 in Klammern a plus 1 dazu. Dabei sind unsere 10a plus 1 die 60, die wir in der 567 drin haben, unsere Anfangszahl. Wir stellen jetzt das Ganze um, damit wir es besser erkennen können. Zum Schluss rechnen wir noch unsere 100 plus, Klammer auf, a plus 2. Ey, warte mal, da ist was falsch. Moment, nochmal. Also 100, Klammer auf, a plus 2, Klammer zu. Diese 100 und Klammer auf a plus 2 bedeuten die 7, die wir zum Schluss hatten, unsere Anfangszahl. Wir räumen jetzt das Ganze um. Wir machen 100, Klammer auf a plus 2, das steht für unsere 7, die a plus 2 in der Klammer. Danach rechnen wir plus 10, Klammer auf a plus 1. Und zum Schluss des Ganzen rechnen wir noch unser a dazu. Jetzt haben wir die ganze Rechnung so umgestellt, dass es genau unsere Anfangszahl ergibt, nur genau umgekehrt.